bist ja die Spiele natürlich wegen deiner Verletzung, wegen deiner schwierigen, schweren Verletzung von der Bank aus an. Bis zum Ende der Saison fällst du aus. Sag ein paar Worte zu dem Spiel, wie du das gesehen hast heute. Ich denke mal, es war ziemlich glücklich. Ja, grundsätzlich muss man absolut dem Gegner Respekt zollen. Der SC Freiburg ist sicherlich für die Oberliga qualitativ einfach nicht umsonst da vorne stehend und auch spielerisch einfach sehr gut von den Einzelspielern, von der Art und Weise, wie sie spielen. Dementsprechend muss man das auch so annehmen, dass ein Gegner einfach mal fußballerisch besser sein kann. Nichtsdestotrotz fand ich kämpferisch die Leistung und auch ja, die Art und Weise, sich da in die Zweikämpfe reinzuhauen, den Gegner auch unter Druck zu setzen, hat es gepasst und den Punkt hat man sich dann redlich verdient. Von dem her 1-1 sicherlich ein Tick glücklicher für uns, aber durchaus auch verdient. Du sitzt ja bei den Trainern bzw. bei den Vereinsleitenden auf der Bank und schaust dir das Spiel jetzt mit etwas Abstand an. Was für Erkenntnisse hast du? Im Gespräch mit dem Trainerteam sind wir jetzt zu einigen gekommen, dass ich jetzt auch ein bisschen die Videoanalyse übernehmen darf. Das heißt, weiter an der Arbeit, an der Mannschaft arbeiten darf, weiter dranbleiben darf. Das ist für mich eine besondere Freude und besondere Ehre, dass ich hier in Spielberg erstens den Respekt habe und zweitens die Menschen an mich denken und mich versuchen weiter zu integrieren. Umgekehrt versuche ich natürlich auch der Mannschaft eben über solche Positionen dann auch zu helfen, mit den Spielern in Kontakt zu bleiben, Inhalte auch weiterzugeben. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Ja, dementsprechend freut es mich sehr und danke ich sehr dem Verein, dass sie mir die Chance geben, quasi so nah jetzt dabei zu bleiben an der Mannschaft. Und was sagst du jetzt zu der Mannschaftsentwicklung diese Saison? Ja, ganz hervorragende Entwicklung. Nachdem der Trainerwechsel war und es so ein bisschen Zeit gebraucht hat, bis so ein bisschen die Mechanismen gegriffen haben, die Ideen vom Trainer auch umgesetzt wurden, muss man der Mannschaft zurzeit absolutes Kompliment aussprechen. Rein von den Punkten, aber vor allem von der Art und Weise, wie jetzt gespielt wird, merkt man einen deutlichen Fortschritt. Großer Punkt, wo ich auch zur Mannschaft gesprochen habe, direkt nach meiner Verletzung, war der Punkt, dass ich von meiner Seite aus gesagt habe, dass einfach jetzt andere auch mal in die Verantwortung gehen müssen. Andere auch auf dem Platz mal vorangehen müssen. Und wenn ich die Entwicklung sehe, wie viele Spieler mittlerweile auftreten auf dem Platz, muss ich sagen, dass das eine gute Entwicklung ist, wo man darauf aufbauen kann, wo man jetzt auch tabellarisch so langsam sieht, dass sich manche Sachen einfach, ja, die Arbeit sich einfach lohnt und man dafür belohnt wird, dass man diese Arbeit auch investiert. Kannst du uns mehr über deine Verletzung sagen, wie jetzt die Operation war, wie schwer die Verletzung war und wie schwer es sein wird, wieder zurückzukommen? Ja gut, ganz einfacher Fall. Kreuzbandriss ist normalerweise taxiert mit 6 Monaten, bevor man wieder aktiv spielen kann. An den Plan werden wir uns auch strikt halten. 2 Punkte eigentlich, die die Entwicklung so einer Verletzung beeinflussen. A, die Operation. Und die Operation verlief sehr gut. Von dem her sind wir da absolut im Soll. Das Knie ist überhaupt nicht geschwollen. Ich habe eigentlich auch kaum Schmerzen. Und der zweite Punkt ist die Rehabilitation. Das heißt, die Arbeit jetzt, die man investieren muss, um eben die Kraft, die Stabilität wieder aufzubauen. Und das ist das, was mich begleiten wird jetzt die nächsten Monate, wo ich jetzt versuche, ja, Stück für Stück wieder ranzukommen. Und von dem her bin ich eigentlich frohen Mutes. Und der Verlauf ist bisher hervorragend. Großes Lob an das Ärzteteam, an das Physiotherapeutenteam bei uns im Verein, die mich sehr gut unterstützen. Und ja, die Arbeit hat begonnen.
begonnen und wir werden sehen, wie es sich entwickelt und ob ich vielleicht sogar diese Saison noch ganz am Ende vielleicht die Chance habe, nochmal reinzuschnuppern. Wie schwer ist es für dich, jetzt nicht aktiv, also zumindest nicht auf dem Spielfeld eingreifen zu können und helfen zu können? Sicherlich war es noch extra schwer, als die Mannschaft sich in der großen Krise befand. Ja, aber rein aus Selbstschutz tue ich mich den Druck gar nicht unterwerfen, quasi zu sagen, was wäre jetzt, wenn ich dabei wäre, was würde ich jetzt machen, wie würde ich reagieren, sondern man muss da eine gewisse Distanz finden, man muss da einen richtigen Abstand finden und das habe ich sehr gut geschafft. Wie gesagt, ich freue mich trotzdem jeden Tag, wo ich bei der Mannschaft bin, jeden Tag, wo ich Kontakt habe mit der Mannschaft, aber grundsätzlich gehe ich gar nicht drauf ein, mir diese Gedanken zu machen, was wäre wenn oder wie oder was, sondern ich gehe positiv entgegen, gucke auf mich, gucke auf meine Arbeit, gucke, dass ich wieder fit werde und das steht im Mittelpunkt. Darum geht es jetzt für mich. Du warst ja ein Leistungsträger und der Peter Hogen hat dich am Anfang, als du ausgefallen bist, ja als die Seele der Mannschaft ein bisschen bezeichnet. Du hast angesprochen, dass andere in die Verantwortung treten mussten. Wer füllt jetzt die Lücke oder was meinst du, wer die Lücke füllt, die du hinterlassen hast? Ja, das ist vielleicht das Interessante an der ganzen Geschichte, dass nicht jetzt ein Einzelner hingehen muss und quasi die Art und Weise, wie ich das verkörpert habe oder wie ich das gelebt habe, 1:1 ersetzen muss. Das ist gar nicht der Punkt, sondern dass einzelne Charaktere in der Mannschaft so ein bisschen lauter werden auf dem Platz, ein bisschen durch Leistung auch vorangehen. Ich denke, die Entwicklung oder die Art und Weise zu spielen von einem Ricardo Di Piazza, von einem Jan Malsam, von Alex Zimmermann, der natürlich ein bisschen gebeutelt durch Verletzungen, aber immer wenn er auf dem Platz steht, für die Mannschaft alles in die Waagschale wirft. Ich könnte jetzt noch zahlreiche weitere Namen nennen, die einfach einen Schritt nach vorne gemacht haben, wo ich unheimlich glücklich bin und froh, was einfach wichtig ist für die Mannschaft, für das Innenleben der Mannschaft. Phil, ich danke dir vielmals für das Interview. Viel Erfolg und natürlich gute Besserung. Vielen Dank, sehr gerne.